Ich weiß nicht, ob man kann man dem das wiedergeben. Das wird nicht funktionieren. Etwas morbide. Der Hotelier hat einen eigenartigen Geschmack. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Okay, okay, da können wir schon mal nichts mehr dran machen. Komm, geh, Junge. Hier war nichts. Idyllisch. Pandus Taxi Service. Ein schöner Platz zum Ausruhen, solange keine Nadeln drin sind. Die öffentliche Ordnung war gestört. Halt! Alter! Hallo. So. Hinaufklettern? Wofür? Wofür hinaufklettern? Dampft aus dem Schornstein. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Also irgendwas kann man hiermit machen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Aber warum kommt man hier hoch? Alter, geh doch. Oh, jetzt geh doch. Also müssen wir da irgendetwas finden. Ein Obststand. Wollen wir mit ihr nochmal quatschen? Hallo, junger Mann. Ist das Ihre Enkelin da drüben? Jawohl. Und sie ist untröstlich. Ihr Zukünftiger hat durch den Zusammensturz des Tempels sein Gedächtnis verloren. Aber die Hochzeit muss gelingen. Sie muss. Und ich habe ihr doch schon so viel von ihrer Lieblingsmarmelade gekocht für das Fest. Und jetzt gibt es gar kein Fest. Dann geben Sie die Marmelade doch mir. Na ja, bevor sie schlecht wird. Hier, bitteschön. Lol. Das Beste hausgemacht. Zimmer Marmelade.
Manche Leute sollen ja ganz verrückt danach sein. Auf rote Socken sollte man ein Auge haben. Die machen immer, was sie wollen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das Marmeladenglas ist leider noch voll und die schöne Marmelade möchte ich nicht verschwenden. Marmeladenglas ist leider noch voll und die schöne Marmelade möchte ich nicht verschwenden. Okay. Vielleicht sag mal mit dem. Ein kleiner Kerl mit zerzauster... Aha! Kartoffelnase hat noch nicht genug? Dafür bist du ein hässlicher Zwerg. Besser ein Zwerg, als mit so einem Zinken herumzulaufen. Das Ding könntest du im Bergwerk als Spitzhacke einsetzen. Vom Glück nur vom Notre Dame, habe ich ja gehört. Aber dass man auch auf der Nase so einen Buckel haben kann, ist mir neu. Zusammen mit dieser Frisur könntest du glatt zum Theater gehen und Frankensteins Monster spielen. Wie kann jemand wie du sich über Nasen mokieren? Ein ordentlicher Mönch braucht sowas. Bei dir allerdings wirkt sie wie ein störender Fremdkörper. Boah, ist das ein Assi, ey. Kartoffelnase hat noch nicht genug? Nee. Welcher Kerl, wer bist du überhaupt? Ich bin der Einkäufer für meine Bruderschaft. Wir haben einen Ach, die Antwort wollte ich ja gar nicht haben. Mitten im Dschungel. Oder aber nehmen das geht hier eigentlich gar nichts an. Und jetzt entschuldige mich, Kartoffelnase. Ich muss doch zusammenrechnen, was ich alles noch einkaufen muss. Ach, Mensch. Nein, geh hier hin. Ich will das hier mit dieser Luke irgendwie schaffen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich will jetzt hier. Sieht mir ein wenig baufällig aus. Sieht mir ein wenig baufällig aus. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, Sumpf können wir noch nichts machen. Nun, das muss ich leider korrigieren. Er hat einen handfesten historischen Stein auf die Rübe bekommen. Aber das gar nicht gesehen. Tja. Dann reden wir nochmal mit dem Metzger. Frisch geschnittenes Fleisch. Frisch geschnittenes Fleisch. Na, na, na. Wie Honigmilch ist deine Haut? Ach, wärst du doch schon meine Frau. Huch. Ach, du bist es. Heute im Angebot. Blutwurst. Lecker. Ich habe da doch schon wieder ein Gedicht gehört. Gar nichts hast du gehört. Zeit zum Ohrenwaschen. Ich kann dir dabei behilflich sein, wenn es sein muss. Okay. Ich finde schon noch heraus, was dein Geheimnis ist. Mein Geheimrezept zumindest ist Leberpastete. Hinfort mit dir, Naseweiß. Irgendwie ist das ein bisschen tricky. Hühnerstall. Oder müssen wir vielleicht die Marmelade Ich frage mich, wie die wohl ihren Weg hier hineingefunden hat. Ha! Das ist das Modell von letztem Jahr, völlig out. Das ist das etwas billige 1751er Modell. Modisch. Darf nicht fehlen.
Ich habe zwar noch niemand gesehen, der in diesem Dorf eine Ersatzhand bräuchte, aber man kann ja schon mal vorsorgen. Ein hübsches Modell. Okay, also da in dem Laden können wir echt nur betrachten, wenn wir mit Mr. Gopesh reden. Geschlossen, Kyuso. Du verstehst. Entschuldigung, Signore. Ich wollte nicht stören. Und muss weg. Pops Kaufladen. Tja, liebe Leute. Da können wir nichts machen, aber wir können mal hochgehen. Vielleicht müssen wir die Marmelade ja irgendwie weich machen oder so. Am Schornstein. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Es dampft aus dem Schornstein. Es dampft aus dem Schornstein. Ja, das sehe ich auch. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Es dampft aus dem Schornstein. Da kommen wir nicht runter. Leute, ich bin und hier bei dem Wagen sagt er immer noch das, was fehlt. Alte Gewohnheit. Früher war das so bei uns. Ein indischer Arbeitselefant. Früher waren wir auch nicht da. Jetzt gilt die britische Verkehrsordnung. Verkehrsordnung? Oh, klar. Die kenne ich natürlich in- und auswendig. Das scheint nicht zu funktionieren. Ihr müsst zugeben, dass das nicht so schlimm war. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Mag sein. Aber ich weiß es leider gerade gar nicht. Das hat sich wirklich vor den Fuß des Elefanten geworfen. Das war Selbstmord. Okay, okay, da würde ich sagen, machen wir hier mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns demnächst, wie gewohnt, hoffentlich wieder. Ja, ein bisschen ja, haben wir was geschafft, auch wenn leider die ersten 20 Minuten oder wie auch immer für euch ein bisschen langweilig wären, eventuell, oder waren. Nicht waren, weil das ist ja dann schon alles gelaufen. Das tut mir jetzt schon leid, aber da konnte ich leider nichts für, weil Fraps bei mir ein bisschen rumgesponnen hat. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auch wieder alles neu machen muss, wie auch immer. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Jack Keane. Bis dahin, tschüss.